Beispiel möchte ich dir erklären, was der Unterschied zwischen Effizienz, Effektivität und Produktivität ist. Ich bin der Tobi Deckert, bin Extremsportler und Ingenieur und arbeite schon seit einigen Jahren im Homeoffice. Dabei ist es ganz wichtig, immer wieder zu reflektieren und zu schauen, was sind meine Aufgaben, wie erledige ich die, wie strukturiere ich die und wie komme ich wirklich zum Ziel. Aus dem Grund ist es als erstes mal wichtig, effizient zu sein. Effizient bedeutet, wirklich in der vorgegebenen Zeit so gut wie möglich einfach zu arbeiten und die Mittel halt zu nutzen. Da gab es ein schönes Zitat von Abraham Lincoln, der gesagt hat, wenn du einen Baum fällen musst und 8 Stunden dafür Zeit hast, nutze 6 Stunden davon, die Axt zu schärfen und zu schleifen und nur 2 Stunden den Baum zu fällen. Hat einfach den Hintergrund, dass ich weniger Kraft verbrauche, weil ich mit einer stumpfen Axt auf diesen Baum einhämmer und einfach viel Zeit verschwende. So überlege ich vorher, wie kann ich es machen, bereite mich gut drauf vor und schlage dann richtig zu, wenn ich es brauche. Effektivität hingegen ist, die richtigen Dinge zu tun. Also nicht die Dinge richtig tun, das wäre Effizienz, sondern die richtigen Dinge tun. Das heißt, ich fange also an, die Axt zu schleifen und dann erst zu fällen und nicht andersrum. Also ich fange nicht an zu hämmern und irgendwann am Ende muss ich irgendwas anderes tun. Das heißt, die Reihenfolge spielt da eine wichtige Rolle, aber auch die Aufgabe selbst. Es wäre also sehr viel effektiver, wenn ich ein anderes Werkzeug benutze. Wenn ich zum Beispiel eine Kettensäge benutze, um den Baum zu fällen, dann komme ich sehr viel schneller zum Ziel. Und da landen wir dann auch gleich bei der Produktivität. Das ist so die Kombination aus Effizienz und Effektivität. Das heißt, produktiv ist man, wenn man die Ziele erreicht oder in einer gewissen vorgegebenen Zeit ein Ziel wirklich dann schafft. Beziehungsweise man ist produktiver, wenn man in kürzerer Zeit mehr Ziele erreicht. Das heißt, ich bin, wenn ich 10 Bäume fälle mit einer Kettensäge, produktiver, als wenn ich mit einer Axt in 8 Stunden nur einen Baum fälle. Das ist also der entscheidende, aber wichtige Grund für diese 3 Begriffe und du solltest darauf einfach mal achten im Leben oder in deinen täglichen Aufgaben, die du so zu tun hast, wie du damit umgehst. Weil im nächsten Schritt kommt nämlich die Priorisierung. Das heißt, welche Aufgabe machst du wirklich als erstes und aus welchem Grund machst du sie als erstes? Dafür sehen wir hier auch die Eisenhower-Matrix. Die Eisenhower-Matrix haben wir in dem Blog auch noch ein bisschen genauer beschrieben. Die zeigt eben auf, welche Aktivitäten dringend und wichtig sind, beziehungsweise, dass die Aktivitäten, die wichtig sind, aber nicht dringend, eigentlich viel wichtiger sind. Weil das sind die Tätigkeiten, die in der Regel ein gesamtes Konstrukt oder eine Aufgabe oder dich weiter nach vorne bringen. Wenn du Aktivitäten hast, die immer nur dringend und wichtig sind, das heißt immer nur am Feuerlöschen bist, dann handelst du meist auf Auftrag von jemand anders. Jemand anders gibt dir eine Aufgabe, dass das jetzt schnell erledigt werden muss, aber du kommst mit deinen eigentlichen Aufgaben nicht voran. Pass hier also auf, dass du dich richtig priorisierst. Genauso sind Aufgaben, die nicht dringend sind und nicht wichtig sind, gleich von der Liste zu streichen. Das kommt auch öfters mal vor, achte hier drauf. Wenn du Aufgaben hast, die dringend sind, aber nicht wichtig, versuche sie an jemand anders zu delegieren. Also vielleicht gibt es ja irgendwo einen Praktikanten, der gerade noch was lernen will. Versuch die Aufgabe ihm zu erklären, weil es wäre ja nicht so schlimm, wenn sie irgendwo schief läuft. Sie ist ja nicht ganz so wichtig. Aber trotzdem ist sie dringend, muss schnell erledigt werden und hält dich von den eigentlichen Aufgaben aber ab. Also achte hier drauf in Zukunft, reflektier selbst ein bisschen. Ich hoffe, ich habe dir geholfen damit. Hol dir noch ein paar mehr Infos hier von unserem Blog. Vielen Dank auf jeden Fall. Ciao.